Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefällt, kannst du gerne auch einen Kommentar oder ein Like da lassen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Das Feuerwerk war so toll. Ja, Reyna, das Feuerwerk war wirklich toll. Und heute ist wieder mal ein regnerischer Tag. Warum regnet das im Sommer so viel? Bei uns ist es heute, na gut, heute ist bei uns auch ein bisschen regnerisch draußen, aber was soll's. Okay, was ist hier fertig? Hier ist gar nichts fertig. Gut. Doch, 3 Kartoffeln sind fertig. Aber ich werde halt keine Kartoffeln mehr ansehen. Ne? Das sind sogar 10er Kartoffeln. Sehr gut. Wir haben, wie viele Tage brauchen die, um zu wachsen? 6 Tage. Wir haben den 23. Nee, das ist zu spät. Das reicht nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange brauchen Zwiebeln eigentlich zum Wachsen. Die brauchen doch nicht so lange, oder? Und die brauchen auch 6 Tage. Okay, na dann hat sich das mit den Zwiebeln ja auch erledigt. Die 12er Kartoffeln können wir natürlich dann auch sofort verkaufen. Da ist auch nichts mehr drin. Okay, warte mal, machen wir die und die hier rein. 10-mal Pfirsiche und 10-mal Zitronenmarmelade. Hier ist Alpaka-Wolle fertig geworden. Warte mal, ich könnte natürlich auch 10-mal Kaninchenfell und 10-mal das Pinkfarbene noch machen hier, ne? Geht ja nicht. Kann ja nur einmal. Mist. Dann eben so. Dann eben so. Okay, also Kartoffeln. Bringt immerhin fast 1000, ne? Bringt immerhin fast 1000. Ist ja nicht so, dass es nichts bringt. Ananas. Ja, genau. Wir wollten ja heute auf jeden Fall ins, wollten ja auf jeden Fall ins Dingsbums gehen heute. Ins, Gewächshaus. So, hier habe ich noch Sporen drin. Habe ich denn hier noch was? Ja, ich habe hier noch 7er. Da kann ich auf jeden Fall bessere kriege ich auch nur 7er raus, aber dann kriege ich auf jeden Fall 10er. Dann machen wir das so. Bär ist auch schon wieder bei uns zu Gast. Der Bär ist irgendwie jeden Tag zu Gast, ne? So, vielleicht schaffen wir es mit der Alpaka-Wolle, aber ich glaube es nicht. Ich müsste auch meine Errungenschaften abholen eigentlich aus der vom Rathaus, ne? Da habe ich ja auf jeden Fall 2 weitere Errungenschaften freigeschaltet. Tja, ihr Lieben, ich kann euch leider nicht rauslassen heute. Tut mir leid. 6, 10... 10. 10. Es gibt sehr viele 10er Eier gerade. Komm, dann nehmen wir das Ei da mit. Da haben wir noch einen 8er und noch einen 10er. Sehr gut, sehr gut. Also 10er Eier gefallen mir auf jeden Fall richtig. Warte mal, kann ich hier noch? Ja, ich packe gleich mal das 6er Ei da rein. Das nehmen wir alles mit. Dann werden wir gleich die Milch los. Wir werden die 10 10er Eier gleich los hier. Die Milch werden wir auch los. Die 2 8er Eier werden wir auch los. Dürfte man nichts mehr haben außer Wolle, ne? Ja, okay. Wolle. Warte mal, ich nehme mal den Samen noch mit. Dann kommt der auf jeden Fall hier rein. Dann müssten theoretisch gesehen die Melonen heute fertig. Ne, die sind nicht fertig. Aber ich werde trotzdem die Ananas und die Wassermelonen heute pflücken. Weil die bringen ja nicht so viel hier, ne? Die sind zwar auch 10er. Aber die bringen nicht so viel. Moment, ich kann auf jeden Fall hier erstmal. Ach nee, da sind Melonen drin, ne? Die hab ich gerade nicht. Okay.
Dann haben wir 30 von denen. Das sind 10er, aber ich könnte eigentlich die hier. Mache ich nochmal Wassermelon? Komm, wir machen nochmal Wassermelon. Wie gesagt, die bringen vom Geld ja nicht so viel. Ne, das sind ja die. Achso, dann machen wir nur Melonen heute. Ja, das ist natürlich... ich wollte nicht rausgehen. Ja, dann machen wir halt hier keine Ananas. Obwohl Ananas ja mehr bringt, ne? Aber die 6er, die wären ja auf jeden Fall auch 10er. So, und dann machen wir die Wassermelonen noch, ne? Ah, ne, das sind normalen Melonen nur. Das andere sind ja Wassermelonen. Oder bringt die nicht so viel? Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich jetzt mehr bringe oder weniger bringe. Egal, ich habe genug von allem. So, also. Die hier wieder rein, die hier wieder rein. Na, ich wollte die anderen machen, da die normalen, ne? Also das sind die normalen Melonen, die Wassermelonen wollte ich machen, ja. Okay, dann kann ich die verkaufen. Nee. Kollege, du wirst verkauft. So, dann gebe ich auf jeden Fall das Fell erstmal ab. Moment, das Gras ist auch fertig. Das ernte ich definitiv. So, Smaragde sind auch durch wieder. Also der hier und der hier. Ja, Melonen verkaufen. Und das Fell, das Gras. Kann gleich hier rein, sehr schön. Das andere hier. Blumenbohnen, glaube ich, auch noch fertig. Ne, Moment, das muss ich alles hier reinpacken. Also die Wolle kommt hier rein. Moment, dann hatte ich doch hier noch... Was hatte ich denn hier? Hatte ich hier Ananas? Ja. Machen wir gleich nochmal voll, damit die hier nochmal ein paar Samen erzeugen. Den Rest verkaufe ich. Dann gucken wir mal. 900 gibt es hier. Und hier gibt es 1200 knapp. Also definitiv mehr. Okay. Vielleicht wird sogar ein Hühnchen geboren. So, ein 4er, ein 5er Goldnis haben wir. Ein 8er, ne, jetzt muss er auf jeden Fall ein Hühnchen dann wieder wegschicken hier und in die Freiheit entlassen. Weil meine Ställe werden langsam ziemlich voll. So, das Gras. Das Gras, das kann gleich hier rein. Sehr gut, eigentlich müsste ich hier einen Weg nach hinten bauen, noch wollte ich eigentlich, ne? Müsste ich eigentlich alles eins nach vorne setzen. Okay, keine Wolle für mich heute. Na gut, die brauchen ja auch ein paar Tage, ehe es dann mal Wolle gibt, ne? Ich streichle euch aber und hab euch ganz doll lieb. Kann ich nicht eigentlich so Wege herstellen? Ja, kann ich doch. Oh, ich kann ja sogar Heuballen her. Futterballen. Komm, die stellen wir mal auch her. So, dann... stellen wir mal das hin. Da brauche ich ja nur Steine dazu. Ja, genau. So war das. So, warte mal. Die Heuballen kann ich eigentlich... hier mit hinsetzen. Ah, warte mal, da müsste ich das... umsetzen. So. Okay, Moment. Dann machen wir das nämlich anders. Da den Grassamen raus. Ich bin mir nicht so sicher. Ne, muss ich nochmal neu sehen dann.
So, hier kommt der Sprenger dann hin. So. Ja, ja, ich... Also brauche ich noch viermal Grassamen. Okay, viermal Grassamen, das kriege ich hin. Und das hole ich mir am besten gleich. So. Sehr gut, dann gehe ich gleich hier unten lang. Hol mir die... den Blumensamen. So, ich hoffe doch mal, der wächst noch. Obwohl die ziemlich lange braucht, ne? So, viermal Blumensamen. Dann kommt hier. Da wollte ich noch eine Kiste hinstellen eigentlich, ne? Oder kann ich hier noch ein Beet machen? Moment. Ich habe ja eigentlich. Meine Güte. So. Ja, da kann ich nicht. Ich weiß doch. Zwei, drei, vier. Das kann ich nicht, okay. Dann kann ich aber das so machen. Dann brauche ich noch einen Sprenger und noch achtmal Gras. Okay, Moment, das kriege ich auch hin. So, Sprenger habe ich hier und ich habe, glaube ich, noch einen Sprenger unten stehen. So. Kann ich irgendwas verkaufen schon hier? Nee. Die Eier nicht, das nicht. Okay. Ich hatte hier hinten gesehen, dass ich da noch ein Sprengerchen drin hatte, ne? Ja, guck mal. Das sind sogar verbesserte Sprenger, die brauche ich nicht mal. Das sind die großen. Sind sogar die großen Sprenger. Wow. Eigentlich brauche ich die gar nicht. Auch nicht so einen großen Sprenger, aber okay. Der kann ja trotzdem hier sprengen. Hätte ich vielleicht sogar eins nach drüben bauen können noch. Okay, warte mal, kann ich mir denn eine Kiste bauen? Ich kann mir nochmal Strohballen bauen. Und so eine schöne... Stein... Die kann ich nicht hinsetzen, ne? Mist. Okay. Okay, da habe ich schon wieder zu viele. Muss ich die mit verkaufen? Meine Güte. Ich pack die mit hier unten rein. Kann ich ja, wie gesagt, sowieso nicht benutzen. Festes Gras habe ich hier noch. Nee, das soll nicht hier rein. So.
Ah, bei meinen Kühen war ich noch nicht. Bei meinen Kühen war ich ja noch gar nicht. Die Sonnenblume hier sieht gut aus. Da wächst auch so ein Baum genau vor der Tür. So, was habt ihr denn alles für gute und verschiedene Milchsorten heute im Angebot? Also die ist schwanger, die hat nämlich ein Glöckchen dran. Ich glaube, nee, ist doch nicht, vielleicht doch nicht so, dass die mit dem Glöckchen so ein... Ich hätte immer gedacht, die mit dem Glöckchen, die, die haben dann, sind halt schwanger. Okay, dann, ja. Was ich hier nun mache, ist eigentlich vollkommen egal. So, ich habe hier unten noch Milch drin. 6er und 7er, alles gut. Ja, mein Honig braucht auch noch ein bisschen. Der könnte dann morgen fertig sein, wenn alles gut ist. Und vielleicht muss ich auch eine Holztruhe machen. So, das erstmal alles verkaufen. Das Gras, das Futter nicht. Wo sehe ich denn, wie viele Truhen ich habe? Das ist so eine Zementkiste, ne? Das ist eine Eisenkiste. Ich könnte auch eine Eisenkiste machen. Da habe ich, glaube ich, nämlich noch gar keine. Brauche ich 5 Eisen. Dann kann ich nämlich da hinten eine Kiste reinsetzen. So, bei Eisen habe ich ja genug. So, dann stellen wir die Eisenkiste her. Dann könnte ich die natürlich gleich... Habe ich noch grüne Farbe? Ja. Mache ich die grün. Ich hoffe doch mal, die sieht schön aus. Dann nehme ich mir auf jeden Fall gleich noch ein paar Grassamen mit für hier hinten. So. ...150 sollte definitiv reichen. Bin ja gespannt, ob ich die Kiste hier herkriege. Ja. Die passt. So, grün sieht sie natürlich schöner aus. Wunderbar. Okay, dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Das sieht auch schön aus. Ich könnte ja eigentlich... Ach, das habe ich schon verkauft. Oder? Das hätte ich ja einfach mal einen Weg rundherum ziehen können. Um die Hütte. Na gut, ich kann ja eigentlich... Ja, komm. Ich habe genug Steine. Was soll der Geiz? Die Blume muss weg. Genau. Okay, dann sieht das zumindest so aus, als ob der Weg dort hinten rumgeht. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? So, was könnte man denn hier? Könnte man eigentlich auch noch ein Feld hinbauen, packen, oder? Bin ich mir jetzt nicht so sicher, was dort rein kann. Naja, gut. Mal sehen, ich nehme die Dings wieder raus hier. So. Die Party, die hebe ich mir hier hinten auf, die brauche ich nicht wegpacken. Mit Holz könnte ich natürlich was machen. Warte mal, die Kartoffeln hier sind fertig. Was habe ich denn jetzt noch eigentlich hier drin? Irgend so eine olle Blume habe ich noch und ist schon wieder übel spät.
Rainer kommt auch nach Hause. Dann. Warte mal, die Orangen waren, glaube ich, mindestens hier im Winter fertig, ne? Wir sind auch alle schon wieder fertig. Wahnsinn. Okay, die großen gibt es auch nur bei 10er Samen, so wie ich das sehe. Ja, Orange ist fertig, definitiv. Die Frage, packe ich den da hin oder... Den nehme ich auf jeden Fall mit. Dann hole ich mal den 10er Samen hier raus. Natürlich jetzt wieder nicht so viele, ne? Kriegt das Beet nicht voll, ja. Das Beet nicht voll. Ich könnte natürlich auch die alle verkaufen. Die werden nicht mal ausreichen hier. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Auf jeden Fall noch was anderes einfallen lassen. Okay, die kommen dann halt nicht hinterher. Sollen wir nochmal gucken hier? Frühling, genau. So. Orangenbäume. Marmelade kann ich mitnehmen. Orangen waren ja, glaube ich, die hier hinten, ne? Aber ich... Lass die noch auf jeden Fall noch einmal Früchte tragen. Das kommt alles raus. Jawohl. So. Und dann gehen wir zurück, weil es ist schon wieder spät. Es ist schon wieder spät und der Tag ist leider schon wieder rum. Und ja. Man kann zwar bis in der Nacht reinarbeiten. Na gut, es ist um 9. Oh, hier gibt es 300, hier gibt es auch 300. Oh, das wird eine ertragreiche Ernte, Leute. Das wird ja richtig... Das wird richtig gut. Ich schaue mal, ob ich hier unten noch ein bisschen was mitnehmen kann, aber ich denke mal schon. Die 20 Eier sind auch fertig da, Wahnsinn. Okay, ja, einmal Ei und einmal Milch. Einmal Milch und einmal Ei, okay. Und 20 Eier kann ich noch dort oben mitnehmen. So, da gibt es auch nochmal schöne Mayonnaise. Honig könnte morgen fertig sein. Okay, dann müssen wir mal schauen, was wir vielleicht noch craften können. Jetzt kann ich auch noch... Ja, die waren noch nicht fertig, die Kartoffeln, aber die hier sind auf jeden Fall fertig. Die kann ich noch in meine Kiste packen. Okay, war jetzt nicht die Welt. Habe ich denn für den Herbst eigentlich genug hier drin? Da habe ich drei. Okay, okay, okay. Da habe ich nochmal Bohnen. Na, Chili. Okay. Sollte ich theoretisch gesehen hinbekommen. So, jetzt sammeln wir gleich mal, weil ich das hier sehe. Nimm mal bitte das mit und das mit.
Na komm. Und das ernten wir, genau. Sehr gut. Okay, das. Oh, hier ist noch mehr so Nilumbay. Wahnsinn, hier habe ich noch Holzfertiger und Barrenfertiger. Die brauche ich aber halt alle nicht mehr. Na gut, dann, ja. Es ist schon spät, es ist gleich um 11. So spät bin ich noch gar nicht ins Bett gegangen. Mein Wulfi, der läuft hier noch rum. Meine Mieze auch. Ah, da gibt's Pokal. Okay, und Rainer schläft schon, ne? Ja. Okay, dann gehen wir heute zum ersten Mal nach Rainer ins Bettchen. Aber das ist nicht so schlimm, es ist genau um 11. Wir schauen mal, wie viel Geld wir gemacht haben. Ich glaube, das ist eine richtig ertragreiche Ernte gewesen. Also ich will mal über 300.000 schaffen. Da muss ich aber bestimmt mal ein bisschen Lauch bunkern und dann alles mit einem Schlag verkaufen. Und dann wird es richtig heftig. Na, vielleicht machen wir das mal sehen. Und es wird wahrscheinlich ein neues Tier geboren. Oh nein, doch nicht. Mia, also, was ist los, Mia? Hast du Hunger? Ich habe euch einen Brief geschrieben. Nee, echt jetzt? Das ist ja super. Darin sage ich danke für alles, was ihr für mich macht. Ich dachte, das wird etwas peinlich zu sagen. Also habe ich es aufgeschrieben. Warte, du. Ich lese mal vor. Du arbeitest immer total hart auf dem Hof und ich finde das echt toll. Danke dir für alles. Ich hab dich so lieb. Ich hoffe, dass unsere Familie immer so bleibt. Weiter geht's. Danke, dass du im Museum so hart arbeitest. Die Ausstellungen sind total toll. Ich hab dich auch ganz lieb. Wir sind die beste Familie überhaupt. Oh, Mia. Das geht uns auch so. Wir haben dich ganz sehr lieb. Wir machen so weiter und bleiben immer zusammen. Ja, meine Güte, das war ja so rührend. Ich hab ein bisschen geheult. Unsere Mia ist hier schon richtig groß. Warum kriecht sie da auch noch auf dem Bett rum? Nein, da sitzt sie, sie ist groß. Ja, das werden wir aber im nächsten Part erst erfahren. Unsere Mia ist erwachsen geworden. Sehr schön. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.